Aber da rechts müsste, glaube ich, unsere Hütte vom letzten Mal sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich kann mich natürlich irren. Vor allem ich kann mich natürlich irren. Und wir sind hier in dem Schneesturm, das heißt, ich sehe eh nichts. Waren hier nicht die ganze Zeit irgendwo Hütten? Ich bin ja schon wieder auf dem Eis. Was ist denn los? Ich dachte, wir wären an der Küste. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Wir werden so krepieren. Geil. Scheiße. Oh, scheiße. Okay, wir sollten uns beeilen. Vor allem beeilen. Wo muss ich hin? Scheiße. Scheiße. Leute, ich habe keine Ahnung. Hab ich da gerade was gesehen im Schneesturm? Scheiße, wo bin ich? Oh, Leute, ist das mies. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ich glaube, die Wetterbedingungen und die Umweltbedingungen sind jetzt mega verschärft worden. Und dafür gibt es jetzt halt keine Wildtiere mehr. Was ich verstehen kann bei den Wetterbedingungen, dass da überhaupt noch irgendwas lebt, ist ein Wunder. Ganz ehrlich, wie viel Grad hat es hier denn? Minus 20, 25? Manche werden es ja vielleicht auch wissen. Ich fahre gerne Ski, muss ich ja sagen. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gefahren. Aber wenn man da mal so oben auf dem Gletscher war, auf 3000 Metern, und dann minus 28 Grad hatte, da weiß man, wie sich sowas anfühlt. Vor allem dann noch bei der Geschwindigkeit, die man mit den Skiern drauf hat, ne? Und dann prasselt einem der Schnee ins Gesicht. Das ist wie, als würde man Glasscherben ins Gesicht kriegen. So ein bisschen in die Richtung. Und hier liegen schon wieder Baumstämme. Ey, das gibt's doch nicht. Will mich dieses Spiel verarschen? Wahrscheinlich ja. Ist da ein Baum? Ist da... Oh, die Küste. Es ist die Küste. Es ist die Küste. Wir sind an der Küste. Gott sei Dank. Wo muss ich jetzt hin? Links oder rechts? Ich glaube, rechts ist unser großes Haus. Deswegen gehe ich links. Weil ich hoffe, dass da die kleinen Häuser sind. Oh oh. Na komm schon. Bitte, 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 bitte. Lass mich richtig laufen. Lass mich richtig laufen. Ja, da ist eine Hütte. Eine Hütte. Und noch eine Hütte. Ja, wir sind angekommen. Gott sei Dank. Rundholzsortierung. Ist schön, endlich mal die deutschen Namen zu lesen. So, Kleiderschrank. Machen wir auf. Was haben wir denn hier noch? Zackidi. Zackidi. So. Ich habe das Gefühl, dass man diese... Oh, das kann man gar nicht aufheben. Ich habe das Gefühl, dass man die Zahlen links liest. Hängt damit zusammen, dass ich mit Fraps aufnehme. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass es daran liegt. So, Holzstreichhölzer. Was ist im Moment Holzstreichhölzer? Was sind denn dann die anderen Streichhölzer? Es gibt ja zwei Sorten von Streichhölzern. Was ist denn dann das andere? Das gucke ich mir gleich mal an. Das interessiert mich jetzt. So, aber erstmal alles durchsuchen. Die Zeitung da oben noch mitnehmen. Schade, dass man die nicht lesen kann. Würde mich nämlich echt mal interessieren, was da drin steht. Aber so wie ich die Entwickler kenne, bauen die das auch noch ein. Wahrscheinlich kann man die Zeitung immer vorher lesen, bevor man sie verbrennt, um ein Feuer zu machen. So. Boah, was würde ich dafür geben, wenn der Sturm jetzt aufhören würde? Aber ich glaube, wir essen und trinken dann sowieso erstmal was und gehen eine Runde pennen. Und warten, bis der Sturm weg ist, weil wir müssen... Ja, wir dürfen eigentlich nicht durch den Sturm laufen. Das ist scheiße. Es ist wirklich scheiße. Der Gesundheit definitiv nicht zuträglich. So, Erdnussbutter. Geil. Und Kaninchen. Okay. Wir brauchen aber immer noch einen Ofen. Einen Ofen mit offenem Feuer, den wir einfach so anzünden können. Und wir kriegen wieder Wasser. Alles nehmen. Wasser aufnehmen. Ach, geil. Die deutsche Übersetzung ist auch super. So, Schokoriegel. Also das war jetzt nicht ironisch gemeint. Die deutsche Übersetzung ist echt super. Vor allem, dass die jetzt einfach so aus heiterem Himmel dazu gepatcht haben. Das gefällt mir mega. Ey, gefällt mir mega. Ja, ich kann es nicht so gut.
So, jetzt, waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Hier sind wir reingekommen. Das heißt, wir müssen hier hoch. Oh. Ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut. Eine Leiche. Suchen und er hat Brause dabei. Was, auf was liegt er denn drauf? Liegt er auf einem Schal drauf? Der liegt auf einem Schal, glaube ich, ne? Strange. Ist klar, dass der gestorben ist, wer sich auf den Schal draufgesetzt hat, statt ihn sich umzubinden. So. Hier wieder die üblichen Familienporträts, wie in jedem anderen Haus auch. Oder in den meisten anderen Häusern. Oh, Baumwollsocken. Und wir sind überlastet, ich weiß. Deswegen werde ich jetzt auch gleich mal ein bisschen harvesten und ein bisschen was essen. So, Cargo-Hose. Robuste Baumwollhose. Hält mehr aus als Jeans. Geil, was da alles drinsteht jetzt in der Beschreibung. Ey, es gefällt mir total. Und da sieht man mal wieder, man darf solchen Indie-Entwicklern niemals sagen, oder zu solchen Indie-Entwicklern niemals sagen, dass die schlechter wären als AAA-Entwickler. Ganz im Gegenteil. Viele, meiner Meinung nach, schlagen sogar die AAA-Entwickler. Ganz ehrlich, also so viel Mühe, wie jetzt in diesem Spiel hier drin steckt und vor allem für den Preis, für den man es kaufen kann, also ganz ehrlich, das ist schon ziemlich geil, muss man schon sagen. Ich glaube, es kostet im Moment 17,99, ne? Und dafür bekommt man in einer Alpha so viel Inhalt, ne? Also ganz ehrlich, das ist schon krass. So, wir haben 13.17 Uhr. Wir haben aber so gut wie keine Erschöpfung bisher. Ich will eigentlich nicht ins Bett gehen jetzt. Aber es stürmt draußen immer noch. Aber andererseits, wir sind ja in der Siedlung. Wir können ja einfach mal die Siedlung unter die Lupe nehmen. Wir müssen ja nicht unbedingt gleich ein Haus, ein Haus suchen. Also ein Zuhause, besser gesagt. Eins mit Ofen halt. So, und der Sturm ist vorbei. Geil. So, wir durchsuchen jetzt die Siedlung und nach der Siedlung gehen wir weiter. Okay, ich glaube, es wird ein sehr kurzes Durchsuchen. Das Haus hier scheint zu sein. Und was ist denn das hier? Ein Wohnwagen? Das ist doch kein Wohnwagen. Das ist doch kein Wagen, oder? Also muss ein verdammt großer Wagen sein. Und er muss verdammt tief im Schnee und im Eis eingeschlossen sein, wenn man nicht mehr erkennt, dass es ein Wohnwagen war, sondern dass es halt aussieht wie ein Haus. Da ist was drin, ich sehe es. Da ist was drin. Ja. Eine Orangenlimo. Also die Übersetzung ist definitiv akkurat, ganz ehrlich. Also Orangenlimo kann man schon sagen. Ah, da haben wir ein bisschen Stoff. Ein wieder wunderschön an die Wand mit Tesafilm geklebtes Poster. Und ein toller Kalender hier. So, okay, wir sind immer noch überlastet. Ich weiß. Aber momentan kann uns das egal sein. Sagte er und starb, so wie das letzte Mal. Aber wir haben ja keine Wölfe hier im Moment. Besser gesagt, wir haben schon Wölfe, aber wir werden halt nicht angegriffen. So, da waren wir überall drin. Ich gehe jetzt echt mal zu dem Wohnhaus weiter, zu dem Großen. Es dürfte hier rechts sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß aber nicht, ob man es von hier aus sehen kann, um ehrlich zu sein. Ich glaube nämlich fast nicht. Aber doch, doch, ich glaube, da hinten ist es. Könnte auch ein Felsen sein, aber ich glaube eher, dass es das Haus ist. Oder? Ich glaube, ich täusche mich. Ich glaube, es ist wirklich nur ein Felsen. Ich laufe da jetzt hin. Kopst wie gedopst, wir sind überladen. Aber was soll's, ganz ehrlich. Ah, doch, da hinten. Ach, da hinten ist es. Okay. Jetzt habe ich es gesehen. Dann gehen wir erstmal hier hin zu der kleinen Fischerhütte und gehen dann direkt straight darüber. Das passt. Wir sind halt jetzt nicht mehr ganz so schnell. Besser gesagt, wir laufen jetzt halt in normalem Schritttempo und können nicht rennen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dann können wir mal die richtig geil gestaltete Umgebung erkunden. Mit unseren Blicken. Boah, ich liebe dieses Spiel einfach. Sorry, ganz ehrlich. Ich feiere es einfach wieder, was einfach so kleine Indie-Entwickler quasi aus dem Nichts, aus dem Boden stampfen können. Also,
Davor habe ich weit mehr Respekt als vor sogenannten AAA-Entwicklern, die Spiele raushauen, die nicht nur unfertig sind, sondern die auch wesentlich schlechter sind als manche Indie-Games. Und das sieht man ja auch in den Steam-Verkaufscharts, sind ja meistens die Indie-Games ganz oben und nicht die AAA-Titel. Zumindest ist es so meine persönliche Erfahrung, immer wenn ich da reingeguckt habe. Und das aus gutem Grund. Das ist echt aus gutem Grund so. Oh, hier waren wir schon drin. Krass. Das heißt, wir waren verdammt nah schon an dieser Hütte. Ich hoffe bloß, dass die echten Dings haben. Eine Feuerstelle, das wäre so geil. Ein mobiles Feuer machen möchte ich nicht. Und in einer der Fischerhütten möchte ich auch kein Feuer machen. Weil ich glaube, dass das ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen Holzverschwendung wäre, weil es in einem Haus einfach wärmer ist. Das heißt, wenn wir in einem Haus ein Feuer machen, wird es uns schneller wärmer, als wenn wir in der Fischerhütte ein Feuer machen. Weil halt die Außentemperatur da viel schlimmer einschlägt quasi. Und die Innentemperatur deswegen entsprechend niedrig ist. Denn wir haben ja gesehen, die Fischerhütten sind nach vorne offen, die haben ja nicht mal Türen, warum auch immer. Aber das Haus hier hat definitiv eine Tür. Ich glaube, da vorne steht, da steht sogar noch ein Haus. Ach, das ist noch eine Siedlung, aber ich glaube trotzdem, dass es hier unser Haus war vom letzten Mal, ne? Habe ich so das unbestimmte Gefühl, dass es genau unser Haus war. Und da vorne ist sogar eine zerstörte Hütte, krass. Müssen wir gleich mal reingucken. Aber erstmal gehen wir hier rein. So. Oh ja, definitiv. Unsere Hütte, da vorne ist die Feuerstelle. Geil. Das heißt, wir können hier unser Zeug mal ablagern. Und da wir ja jetzt nicht mehr gegen Wölfe kämpfen müssen, können wir auch viele, viele Sachen einfach mal einlagern. Wie das Holz zum Beispiel. Wobei, das Holz hat ja mit Wölfe kämpfen eigentlich nichts zu tun. Wobei eigentlich schon. Und zwar dann, wenn wir gezwungen waren, in einem Haus länger zu rasten, weil halt vor der Tür quasi ein Wolf auf und abgelaufen ist, dass wir dann halt immer Holz dabei hatten. Also es war halt immer so meine Idee bei dem Ganzen, immer Holz dabei zu haben, damit man halt ein mobiles Feuer errichten kann quasi. Aber das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich ziemlich geil. So. Gucken wir noch in den Kühlschrank. Kriegen wir auch wieder was zu essen und zu trinken. Wir müssten jetzt schon wieder so viel zu trinken dabei haben eigentlich. Boah, und das Fleisch müssen wir mal dringend braten. So, Schweinefleisch. Aber die wichtigsten Sachen haben wir eigentlich immer noch nicht gefunden, ne? Wir haben noch keinen Dosenöffner, keine Axt, kein Hunting Knife, also Jagdmesser. Boah, Entschuldigung. Boah, ich habe gerade voll den Frosch im Hals. Ich hoffe, man hört es nicht, aber man hört es wahrscheinlich. So, Ofen aufmachen. Boah, ey, Leute, wenn ihr jetzt bei mir aus dem Fenster gucken könntet, ohne Scheiß. Draußen sieht so ein bisschen nach Weltuntergang aus. Es schneit und regnet. So kann man hören, umgangssprachlich gesagt Schneeregen. Und sieht echt scheiße aus. Aber okay. So, lange Baumwollunterhose. Und einfaches Werkzeug. Sehr schön. Oh, wir sind total langsam jetzt. Thermoweste. So, Schublade. Probably useful. Wahrscheinlich nützlich, da hast du wahrscheinlich recht, meine Liebe. Und wir kriegen Arbeitsstiefel, sehr schön. In den Kleiderschrank können wir gleich mal ein paar Sachen reinpacken, aber ich will vorher erstmal was essen, was trinken und harvesten. So, da liegen wieder Socken. Das machen wir nämlich am besten jetzt alles auf einmal und dann gehen wir gleich pennen zum nächsten Tag. Ich glaube, das kann echt nicht schaden. Nachdem wir alles einsortiert haben. So, aufmachen, hier ist nichts drin. So, hier ist kein Apothekerschränkchen, so wie es aussieht, aber wenigstens eine Zeitung. So, eine Wollmütze. Und wieder eine Toilette. Da können wir jetzt das Wasser einfach mal drinnen lassen. Und ich glaube, dass das definitiv nicht schlecht wird. So, jetzt gehen wir mal hierher und jetzt gucken wir einfach mal. Also, Hunger, Durst brauchen wir eigentlich noch nicht. Wir haben noch 1800 Kalorien, das ist ganz gut. Erschöpfung ist auch noch relativ niedrig. Dann könnten wir eigentlich mal zerlegen, und zwar... Wir zerlegen mal die Daunenweste, oder? Moment mal. Wir haben doch noch den Premium Winter Coat. Wo ist der denn? Essen, Trinken, Kleidung.
Condition. Premium Wintercoat. Wo ist der denn? Thermoweste. Scheiße, wie heißt denn auf Deutsch? Arbeitsstiefel? Okay, die Arbeitsstiefel sind schon mal besser als unsere Stiefel. So, wärmer. Luxus Anorak. Entschuldigung, bei dem Wort Anorak muss ich immer lachen. Eingeweihte wissen wieso. So, einfache Wollmütze, Wollsocken. Ach ja, und für die, die fragen, nein, ich werde es nicht erzählen. Ich werde nicht erzählen, wieso ich beim Begriff Anorak lachen muss. Aber es ist gut, glaub mir. So, einfache Stiefel, die sind scheiße. Dünner Wollpullover, Pullover. Baumwollunterhose, 0,9. Okay, ich glaube, den Rest können wir echt alles weghauen, ne? Fäustlinge, die könnten wir fast mal reparieren, ne? Wo sind denn unsere Dings jetzt? Ach, stimmt, die waren ja... Stimmt, die Fäustlinge haben einen Zustand von 27%, aber wenn wir die hochrüsten, also reparieren, dann müssten die besser sein als unsere normalen Handschuhe. Müssen wir mal gucken. Einfache Handschuhe, wo sind die denn? Einfache Handschuhe, Cargohose, einfache Handschuhe, einfache Handschuhe. 0,3. Alter, wie ist der Zustand da runtergegangen? Wie krass ist das denn? Waren wir denn nicht vorher noch bei 99%? Krank. Okay, also die müssen wir auf jeden Fall austauschen. Dann ziehe ich gleich mal die Fäustlinge an. So, und jetzt können wir harvesten. Zerlegen, die Daunenweste. So, ist echt schön gemacht mit der Uhr, muss man schon sagen. So, einfache Handschuhe zerlegen wir. Wir zerlegen jetzt echt einfach mal alles, was wir nicht mehr brauchen, lagern dann den Stoff ein und reparieren mal die Sachen, die wir gerade anhaben. Ich glaube, das ist echt nicht schlecht. Boah, ey, es macht mir echt so mega Spaß gerade, auch wenn wir jetzt keine Wölfe haben. Wir haben so eine mega Naturherausforderung quasi im Kampf gegen die, ja, im Kampf gegen die Natur, wobei man ja eigentlich in Harmonie mit der Natur leben sollte oder könnte, aber anscheinend nicht an so einem Ort. Na, definitiv nicht an so einem Ort, wo es so kalt ist und wo eigentlich keine Menschen leben sollten. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, es gibt echt Orte auf der Welt, in denen oder an denen Menschen leben, wo die Umweltbedingungen aber so, ja, so gegen die menschliche Natur einfach sind, gegen das menschliche Leben einfach sind, dass man schon sagen muss, ja, dort zu leben ist eigentlich eine ziemlich dumme Idee. Wobei, anders gesagt, wenn wir nur in den Lebensräumen leben würden, die optimal für uns sind, also für uns als Menschen, dann wären wir, glaube ich, alle ziemlich gedrängt. Dann würden wir wahrscheinlich jetzt hier alle in einem Zimmer sitzen. Oder besser gesagt, hier in diesem Zimmer würden noch 2, 3 andere Leute sitzen. So. Wollsocken. Zerlegen. Ich hoffe, ich zerlege jetzt nichts, was besser ist als das, was ich trage. Aber ich glaube, ich trage die besten Sachen schon. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. So. Ich bemühe mich übrigens gerade. Ich weiß, es funktioniert nicht, aber ich bemühe mich nicht so ins Mikrofon zu zischen. Ich habe nämlich leider so eine Angewohnheit, dass ich immer das S so zischend ausspreche wie eine Schlange. Das tut mir auch immer leid, ich weiß, aber ich versuche es immer rauszufiltern, aber es funktioniert meistens nicht. Zumindest nicht so gut. Denn wenn ich das S rausfilter, dieses scharfe S, dann wird der Rest von dem, was ich rede, ziemlich dumpf. Und das klingt dann halt echt kacke. So, Thermoweste. Schuhe zerlegen wir. Boah, Alter, wie lange braucht der dafür? Oder die? So, okay. Wir müssen dringend was trinken, das ist schon mal schön. Essen und trinken. Erdnussbutter. Nee, das will ich gar nicht. Oh, nur noch 39%. Das sollten wir echt mal jetzt in Angriff nehmen. So, ich trinke jetzt mal ein bisschen Wasser. So, sehr schön. Und wir essen was, und zwar Erdnussbutter. Gott sei Dank kann man die einfach so aufdrehen anscheinend. Das heißt, man braucht keinen Dosenöffner für die. Wobei Erdnussbutter ist ja auch in so einer normalen Plastikdose normalerweise. Normalerweise. So, Kleidung. Jetzt gucken wir mal. Alles angezogen. Jetzt können wir mal reparieren eigentlich. Reparieren. Wir reparieren die Fäustlinge mit dem einfachen Werkzeug und Stoff. Erfolgschance 70%. Huch.
Der Gegenstand kann nicht mit diesem Werkzeug repariert werden. Nein, wir haben kein Sewing-Kit! Nein! Wir haben kein Sewing-Kit! Nein. Okay, kacke. Okay, kacke. Das ist echt scheiße. Okay, wir machen jetzt mal was anderes. Wir gehen mal kurz zum Feuer. Haben wir hier schon reingeguckt übrigens? Haben wir. Wir haben kein Sewing-Kit. Wie kann das passieren? Das letzte Mal hatten wir 4 oder 5. Und es ist wieder arschdunkel hier drin. Aber ich will jetzt kein Feuerzeug anmachen, denn wir gehen ja jetzt eh zum Ofen. Oder zum Kamin, besser gesagt. Brandbeschleuniger. Hauen wir mal Petroleum rein. Ein bisschen. Zunderbündel. Was ist ein Zunderbündel? Ach, Zunderbündel, ist es Tinderblack? Ah, Tinderblack, Zunderbündel. Ach, okay. Holzstreichhölzer benutzen wir mal. Wir nehmen mal die 12er. So, Erfolgschance 100%, Brennzeit 1 Stunde Feuer machen. So. Wir müssten ja auch noch etwas Holz haben. Deswegen hauen wir mal das Holzbrikett rein. Alter, 2 Stunden gibt es. Krass. So, und wir garen mal das Reh.